Hi Leute, heute geht's endlich weiter mit unserem Rennmotor. Und zwar bauen wir den Zylinder heute ein. Wir stellen die Quetschkante ein, die Steuerzeiten und porten den Zylinder. Alles heute, also alles in diesem Video. Zuerst müssen wir mal unseren Kolben zusammensetzen. Das hier ist jetzt ein neuer Kolben. Da muss natürlich noch der Kolbenring drauf. Da muss man etwas vorsichtig sein. Denn der Kolbenring, der bricht auch schnell gern mal. So, Kolbenring ist drauf. Jetzt machen wir so, dass wir gleich mal einen Kolbenclip einsetzen, denn wir müssen ja den Kolbenbolzen nur von einer Seite reinschieben. Das geht ganz einfach. Ihr habt hier so einen G-Kolbenclip und der ist nach außen etwas gewölbt und nach innen ist er so konisch. Das heißt, diese Seite, wo er rausgeht, muss dann außen am Kolben sitzen. Das merkt ihr, wenn ihr ihn auf den Tisch legt, dann steht er in eine Richtung hoch und die muss dann nach außen gehen. Am besten geht das immer mit einer Spitzzange oder Sägeringzange. Und dann schnappt ihr euch den hier an der Lasche. Und dreht ihn quasi so rein. Das klappt nicht immer aufs erste Mal. Die sind sehr widerspenstig, denn die sollen ja auch bei hohen Belastungen halten. Aber wenn man das mal ein paar Mal öfter gemacht hat, dann geht das eigentlich relativ zügig. Dann kontrolliert ihr auch, dass er richtig sitzt. Wie ihr hier seht, sitzt er noch nicht in der Nut. Wir müssen ihn noch etwas reinschieben. So, jetzt ist er schon mal richtig drin. Und jetzt drehen wir ihn noch so hin, dass die offene Seite gegenüber der Ausbuchtung im Kolben liegt. So quasi. Offene Seite, Kolben. Gut. Jetzt habe ich noch einen Tipp zwecks des Nadellagers. Und zwar, das ist jetzt eigentlich eine Kurbelwelle für einen 12 mm Kolbenbolzen. Kolbenbolzen ist das Teil hier, das wir dann in den Kolben reindrehen. Ich habe aber hier einen 10 mm Kolbenbolzen. Es gibt dafür Reduktionslager. Schon von verschiedenen Roller-Tuning-Herstellern, wo ihr dann einfach den anderen Kolbenbolzen auf eurer 12 mm Welle zum Beispiel fahren könnt. Gibt es nicht das passende Reduktionslager, ist das kein Problem. Es gibt Internetseiten, wo ihr solche Lager in allen möglichen, nur der erdenklichen Größen bekommt. Und da bestelle ich dann immer welche und dann habe ich auch kein Problem. So, und bevor wir das Teil einsetzen, muss natürlich etwas Zweitaktöl drauf, damit es vernünftig geschmiert ist. Und dann machen wir es in die Kurbelwelle rein. Gut. Bevor wir den Kolben jetzt montieren, stopfen wir das Kurbelgehäuse mit Papier aus. Und zwar so, dass der Kolben, also dass das Pleuel, gleich so gerade hervorsteht. So. Das machen wir einfach, damit keine Teile in den Motor fallen, wenn wir unseren Kolben montieren. Denn es ist wirklich so, gerade immer, wenn ihr Teile montiert, und habt es nicht abgedeckt, dann fällt was hinein. Und was ist, wenn ihr es nicht mehr rausbekommt? Ihr müsst den Motor wieder spalten, mit dem man sich gerade so viel Arbeit gemacht hat, den vernünftig aufzubauen. Hier oben natürlich auch noch Papier. So, und dann kann nichts passieren. Dann nehmen wir den Kolben
Auf dem Kolben ist immer ein Pfeil. Das ist wichtig. Der Pfeil muss in Richtung Auspuff zeigen. Da und bei uns der Auspuff nach unten geht, müssen wir den Kolben mit dem Pfeil nach unten einbauen. Und dann nehmen wir den Kolbenbolzen. Es schadet nicht, den auch ein bisschen zu ölen. So. Dann gehen wir mit dem Kolben über das Pleuel. Und schieben den Kolbenbolzen durch. Dann haben wir den Kolben schon drauf. So, und dann nehmen wir natürlich den zweiten Kolbensicherungsclip und setzen ihn ein. Wieder darauf achten, welche Seite nach außen gewölbt ist, denn die muss dann auch nach außen zeigen. So, und das Teil sitzt. Bevor wir den Zylinder jetzt montieren, schauen wir uns noch den Auslass an, ob der vielleicht auch erstmal geportet werden muss, also aufgefräst. Und dazu nehmt ihr einfach den Auspufflansch, den ihr montieren werdet. Moment, ich mache mal das Licht an. So, ihr haltet den Auspufflansch hin, den ihr montieren wollt, und dann schaut ihr, ob da noch eine Kante übersteht. Wenn ihr da schon einen guten Übergang habt, dann müsst ihr da nichts mehr bearbeiten. Beim Stage 6 Racing MK2 ist der Auslass glücklicherweise genauso groß wie der Auspufflansch. Das ist perfekt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen anderen Zylinder nehmt, jetzt mal übertrieben gezeigt, den Originalen, dann seht ihr, dass hier jede Menge Material noch übrig ist, das weggefräst werden muss, denn der Auslass vom Zylinder sollte immer genau zum Flansch vom Auspuff passen, denn nur so habt ihr maximale Leistung. Allein das bringt über 1 PS, wenn ihr das jetzt aufreißen würdet. Gut, aber da das bei dem Zylinder jetzt nicht nötig ist, fangen wir schon mit dem eigentlichen Tuning und Montieren des Zylinders an. Da der Kolben neu ist, ölen wir ihn etwas ein, dass wir nicht gleich zu Beginn irgendwelche Riefen reinmachen oder unsere Laufbahn vom Zylinder beschädigen. Das wollen wir natürlich auf keinen Fall. So. Dann drehen wir unseren Kolbenring auf die Öffnung. Ihr seht ja hier, hier seht ihr so einen Zapfen. Da muss der Kolbenring mit der Öffnung drüber, denn er wird ja später so zusammengedrückt und dichtet so ab. Dann nehmen wir natürlich unseren Zylinder. Und ölen den auch ein bisschen von innen ein. Sicher ist sicher. Gut. Dann brauchen wir natürlich erst eine Fußdichtung. So, und das ist jetzt wichtig. Es werden ja ganz viele verschiedene Fußdichtungen mitgeliefert. Und für diese Methode, die wir jetzt machen, brauchen wir eine relativ dicke. Denn der Zylinder ist von Stage 6 angegeben mit einer Quetschkante von 0,75 bis 0,85 mm hat man Steuerzeiten von 190, 130. Wir wollen aber Steuerzeiten von 196, 197, 133, 134 haben. Das heißt, wir nehmen jetzt eine von den dickeren Fußdichtungen. Ruhig einfach mal die dickste probieren und die verbaue ich jetzt.
so vorsichtig am Kolben vorbei. Dann haben wir die Fußdichtung drauf. Dann können wir jetzt den Zylinder drauf schieben. Dazu den Kolbenring zusammendrücken und dann den Zylinder drüber. Schwierig, das vor der Kamera zu zeigen. So. Dichtung mal auf Seite. Jetzt haben wir den Zylinder drauf. Jetzt können wir unsere Steuerzeiten messen. Das ist wichtig, gerade bei solchen Rennzylindern sollten die Steuerzeiten immer genau zu den Zeiten vom Auspuff passen. Das gehen wir ja jetzt zusammen durch. Wie gesagt, der Zylinder hat laut Hersteller 190, 130 und unser Auspuff, wir fahren ja den Yasuni C21, der unterstützt Zeiten von 196, 134, sowas. Die 196 bedeutet die Zeit vom Auslass, wie lange der Auslass geöffnet ist, und die 134 bedeutet, wie lange ist der Einlass geöffnet, also die Einlasskanäle. Und wir machen jetzt nichts anderes, als die Steuerzeiten jetzt mit dieser dicken Dichtung zu messen. Und wenn diese Steuerzeiten passen, dann zeige ich euch, wie man den Zylinderkopf bearbeitet, um die richtige Quetschkante einzustellen. Bevor wir die Steuerzeiten aber messen können, müssen wir den Zylinder festschrauben. Und dazu nehme ich einfach immer alte Gewichte, die simulieren den Zylinderkopf und schraube den Zylinder damit fest. 25 Newtonmeter sind da ausreichend. Gut, jetzt ist der Zylinder fest montiert und wir können die Steuerzeiten messen. Die Steuerzeiten misst man mit einer sogenannten Gradscheibe und einem Zeiger dazu. Wer jetzt so ein Teil nicht hat, es ist nicht gerade billig, der kann sich im Internet auch so eine Scheibe einfach ausdrucken und klebt die auf ein Stück Karton. Das geht ganz genauso. Ich mache sowas öfters, deswegen habe ich mir halt so ein Teil mal zugelegt. Da ist dann auch das passende Gewinde gleich dabei, dass ich es an die Kurbelwelle schrauben kann. Ja, aber alles eins nach dem anderen. Und zwar nehmen wir unsere Gradscheibe und schrauben die auf die Kurbelwelle. Wie gesagt, wenn ihr eine habt, die ihr selbst ausgedruckt habt, dann müsst ihr halt die mit Panzertape und was weiß ich an der Kurbelwelle fest montieren. Ihr könnt ja auch eine Mutter nehmen und zwei dicke Unterlegscheiben, die dann den Karton zusammendrücken, dann könnt ihr die genauso montieren. Wichtig ist nur, sie muss wirklich fest auf der Kurbelwelle sitzen, dass sie nicht verrutscht. Und dann müssen wir noch unseren Zeiger montieren. Den montiere ich immer so. Manchmal nehme ich auch einfach einen Draht, der dann genau auf die Skala zeigt. Das mache ich jetzt mal eben und dann machen wir weiter.